Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu EA Sport PGA Tour Patch Notes 2.0, die ich gerade hier auf der Webseite von EA Sports entdeckt habe. Deswegen ganz, ganz schnell ein Video gemacht, um euch zu informieren, denn diese sollen heute live gehen. Ich habe selbst jetzt gerade geschaut, bei mir ist meine PlayStation aktualisiert. Ich habe noch nicht geguckt, was sich alles verändert hat, aber ich bin mir sicher, dass sich was verändert hat. Und was? Das könnt ihr jetzt hier schon in den Videos sehen. Hier seht ihr bereits, wie es jetzt zukünftig mit dem 3-Click-Swing aussehen wird in einem kleinen Vorschauvideo. Und was ganz, ganz wichtig ist, um eben ein faires Erlebnis zu bieten, soll eben dann auch darauf geachtet werden, wenn ihr mit anderen Spielern zusammenspielt, dass die natürlich denselben Schwungmodus auch verwenden. Ich habe euch die Webseite hier schon mal übersetzt, eingedeutscht. Ich werde euch den Link zur Originalseite im Englischen natürlich in die Videobeschreibung schreiben, sodass ihr das alles dann selber noch nachlesen könnt. Also hier, für alle, die sich darauf freuen, 3-Click-Swing jetzt also im Update enthalten. Genauso wie wir jetzt auch gleich sehen werden in einem zweiten Video, was sich alles auf dem Grün verändert hat. Zum Beispiel, dass jetzt eben diese Grid-Einstellung beim Putten verschwindet. Genauso wie auch zum Beispiel die Knöpfe nicht mehr da sind. Auch das kann man jetzt ausschalten, links unten. Und dass eben auch dieser Schwungparameter, dieses kleine Schwungraster, dass das auch nicht mehr da ist. Also auch hier hat sich einiges beim Putten verändert. Ich denke auch hier absolut zum Guten. Genauso wie auch zum Beispiel die Lochgröße, die physikalische jetzt an die visuelle auch angepasst wurde. Auch so eine Sache, die ja angesprochen wurde in den Patch Notes. So, was jetzt auch noch dazu gekommen ist, um das Stroke Player ein bisschen zu verbessern, sind jetzt auch Informationen, die man jetzt bekommt, wenn man zum Beispiel die Scorekarte aufruft. Das werden wir dann jetzt hier sehen. Und zwar gibt es jetzt die Schusstypen, die werden jetzt angezeigt. Das kann man dann entsprechend durchblättern für die verschiedenen, für Driving, Approaches, für das Short Game und fürs Putting. Kann man also jetzt hier die entsprechenden Schusstypen durchblättern und sich dann eben nochmal ansehen, welcher Schusstyp für was da ist. Was auch gemacht wurde, zum Beispiel steht es hier der Chipschusstyp. Hier wurde dann der kürzeste verfügbare Schläger zukünftig genommen. Also eben nicht mehr ein Eisen 7 oder ein Eisen 6, sondern eben der kürzeste, um es auch hier beim Chippen etwas leichter zu machen. Entschuldigt bitte die Übersetzung, weil das Radfahren durch Schusstypen ist jetzt ein bisschen eine komische Übersetzung. Müsste man sich im Original im Englischen dann auch nochmal anschauen, was damit wirklich gemeint ist. Aber wie gesagt, es ist verlinkt. Schaut euch gerne die englische Übersetzung an. Denn als nächstes kommen jetzt dann jede Menge Bugfixes, jede Menge Korrekturen in den einzelnen Bereichen. Die sind dann auch entsprechend hier aufgeführt. Ich werde die jetzt nicht alle einzeln durchgehen und euch vorlesen oder ansprechen. Für mich wichtig ist, dass ihr hier auf jeden Fall jetzt diese Informationen habt. Ihr könnt die in aller Ruhe durchlesen. Haltet einfach das Video kurz an, lest euch durch, was ihr für interessant oder wichtig haltet. In der Summe ist einiges Interessantes dabei. Natürlich auch einiges, was man jetzt nicht unbedingt vielleicht hatte, weil man zum Beispiel online noch nicht gespielt hat. Aber schaut euch das Ganze an. Ich fand jetzt zum Beispiel hier auch ein bisschen das Thema an den Turnieren interessant, weil ich habe da nämlich auch das Gefühl, dass der ein oder andere Eintrag nicht sauber registriert wurde. Auch hier soll wohl sich etwas verbessert haben. Ja, bei Kursen und Branding fand ich jedenfalls ganz interessant, dass hier teilweise irgendwelche Strohhalme angepasst wurden oder irgendwelche Shader oder irgendeine Korrektur am Kommentar eines einzelnen Loches. Also wie gesagt, finde ich spannend, interessant. Nichtsdestoweniger auch diverse Updates zu irgendwelchen Logos, wie zum Beispiel die Championship-Logos. Ja, wenn euch das Ganze interessiert, lest es euch einfach durch. Ansonsten freut euch, denn wie gesagt, das Update soll bereits verteilt sein. Es müsste sich eigentlich schon auf euren Geräten, auf euren Maschinen, auf euren Rechnern und Konsolen befinden. Wenn ihr wirklich auch positive Feedback habt, dann schreibt mir es doch einfach mal in die Kommentare oder was euch immer noch fehlt oder was eben nicht so funktioniert, wie ihr euch das gewünscht habt. Nichtsdestoweniger soll es für dieses Video gewesen sein. Wenn euch das Ganze, ja, hilft, würde
würde ich mich natürlich sehr über ein kleines Abo freuen oder zumindest über einen Kommentar. Entschuldigt bitte, ich habe das jetzt auf die ganz, ganz Schnelle gemacht, denn ich habe es gerade eben auch erst gesehen und werde mich jetzt vor meine Maschine setzen und eben selbst mal schauen, was hier alles bei herumkommt. Nichtsdestoweniger gibt es in Bälde auch wieder jede Menge Kurse, Quick Plays von mir. Bis dahin wünsche ich euch allen ein schönes Spiel und bis die Tage.